Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Medieval. Das letzte Mal waren wir ja in der schlafenden, im schlafenden Dorf, wo wir nicht weitergekommen sind. Aber ich glaube, wir müssen vorher eine andere Welt spielen, dass wir dort die Tore öffnen können, wenn wir wahrscheinlich bestimmte Statuen brauchen, die wir dann zu einem Kreuz zusammenschmelzen können und das dann in der Kirche aufhängen können. Okay. Ich bin gespannt, wo. Hier komme ich auch nicht durch. Gibt's auch nichts. Da ist doch auch noch einiges noch nicht erledigt. Denn hier kommen wir auch noch nicht durch. Also was für ein Grund auch immer. Wird sterben, das wäre ein bisschen scheiße. Muss ich auf Safe spielen? Was da hinten? Ah ja, einer. Nein. Ich war vor dem Jungbrunnen. Scheiße. Ich hasse diese Kröten. Kacke. Ich hasse sie wie die Pest. Ich werfe einfach mit dem Speer. Sind zwar nur 30, glaube ich. Ich probiere es mal. Ah, ihr Pisser. Dort gibt es noch einen Jungbrunnen. Scheißkind. So. Den gönnen wir uns jetzt. Dann versuch, oder muss ich den Drachen. Wie kann ich denn eigentlich nur hier benutzen? Oder? Eigentlich. Ist hier der einzige Drache?
Wenn ich hier runterspringe, bin ich bestimmt tot. Und dort hinten ist ja noch was. Und hier oben ist der Drache. Der Drachenvogel. Ihr seid zum Kratzen. Blöden Kröten. Ich bin gespannt, vielleicht funktioniert es ja. Ich glaube wahrscheinlich, ich glaube nicht, aber. Alter! Erdrohne. So. Hier gibt es ja, aber wie, ich komme hier nicht hin. Ich will hier nicht runterspringen. Aber wahrscheinlich muss ich es, dass ich es erreiche. Aber dann komme ich nicht mehr zurück. Glaube ich mal. Oder ich gehe einfach hier. Nicht, dass es hier überall solche versteckten. Wege gibt. Da habe ich mir das letzte Mal die Erdrunde geholt. Ja. Jetzt wäre ich wahrscheinlich nicht weitergekommen. Jo, Ekelauer. Mistvieh. Ist das jetzt dein Ernst? Halt! Hier sind die Schatten der... Jo, das war's. Nein. Hier komme ich auch nicht durch. Halt! Hier sind die Schattendämonen begraben, von Gott und der Welt abgeschnitten, bis sich die Erde öffnet. Niemand, nicht einmal der finstere Zar. Jetzt muss ich ja wieder zurück. Das Komische ist, das Einzige, was nicht glitzert, ist das da oben. Das geht aber nicht an sich. Ich muss dahin. Das ist den Diamanten ein.
der Meister weg. Das war sie schon. Ah ja, na klar, wir müssen natürlich wieder alles. Alles wieder einsammeln. Logisch. Scheiße. Das ist jetzt kacke. Jetzt gibt es auch nichts. Geh weg! Gehst du weg? Okay. Hier gibt es nichts. Hier ein Lebens... Ja. Auch in alle Fälle. Jetzt. Nein. Ich hole wieder. War die Kirche? Das. Ja, hier. Okay, hier ist der Jungbrunnen. Ich muss. Ich verstehe das jetzt nicht ganz. Ich. Irgendwas muss es ja geben, dass ich noch einschmelzen kann. Was? Schwimmen kann er. Schwimmen kann ich ja auch nicht. Schon langsam gehen wir die kleinen. Ganz komisch. Ja, na, schon langsam wird's ein bisschen. Irgendwie verstehe ich das nicht. Es gibt nichts. Das ist ja der Anfang. Und das schließt sich ja gleich wieder. Yeah.
Hier komme ich nicht durch. Jetzt muss ich noch mal zum Schmied. So. Das kann ja alles sein. Schmiedejournal. Der alte Willy Green, Skulpturenstatter Willy, wurde von unseren Lesern zum Schmied der Saison gewählt. Eine prunkvolle Büste. Sind schon viele Tja, am Blaseberg bin ich einfach um nichts zu halten. Aus dem Rhythmus kommt es an auf und ab. Und ist besonders für seine prunkvollen Büsten bekannt. Ich habe schon den. Der alte Willy kommentiert die. Doch. So. Jetzt haben wir dieses blöde Kruzifix. Wo muss es hin? Da. Da, ja. Meine Güte. Okay. Sehr geehrte Mitbürger. Auf meinen Reisen durch Gallimere machte ich viele geheimnisvolle und zauberhafte Funde. Doch am allermeisten erschreckte mich dieser Schlägertyp Zarok, der von nichts zurückschrecken wird, um das Objekt zu bekommen. Ich fürchte, er weiß bereits, dass ich es besitze. Mit furchtsamen Grüßen, der Bürgermeister. Das hätte nicht einfach so einschlagen können. Wo war das jetzt da? Scheiße, wo war denn das jetzt? So, weiter geht's. Hier alles durchsuchen. Okay, hier ist dann der Kelch. Und ich brauche noch einen Gegner. Einen einzigen Gegner. Oder muss ich. Hier ist auch nicht. Doch. Hä? Ah, okay. Ein Handschuh.
Schattenart. Oh. Sehr gut. Da sind dann noch welche. Dann habe ich den Kelch auch voll. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wo war das jetzt da hinten? Nein. Hier. Warum habe ich jetzt die Hand ausgerüstet? Ich brauche das als Primär, den als Sekundär. So. Jetzt gehe ich noch einmal zurück. Und hol mir den Kelch. Sehr schön. Waren wir doch am richtigen Weg? Fangt diesen gierigen Geschäftemacher, den Bürgermeister. Bringt ihn ins Anstaltsverlies. Verpasst dem Fettwanst eine Abreibung. Findet das Schattenartefakt. Bringt mir etwas Hübsches mit. Was zum Spielen, ja, was zum Naschen, ja, ja, ja. Nummer 8. Komme ich jetzt das neue Spielzeug? Komme ich was Neues? So ein Schild. Ein Bogen! Ja, wie lauft ihr denn herum, fachtes Q? Oh, ihr habt keinen Stil. Ich, Revelus, der letzte Zentaurenprinz. Revelus. Jahren herumgaloppiert. Seid klug, Fortescue. Nehmt yes. Meinen Langbogen. Besser als die Armbrust. Für Feuerpfeile geeignet. Die ideale Waffe. Ich gratuliere. Oh, noch nicht ganz mein Format. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Oh, fuck yeah. Okay. Good. So, wir haben eine neue Waffe. Eine neue Waffe. Wieder ein Abschnitt der Map geschafft. Und hier gab es dann doch nichts. Das gewünschte Zahnrad. Aber was er noch nicht ist, kann ja noch werden. Anstaltsgelände. Gut, dann würde ich mal sagen, ich beende hier die Folge. Ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen. Heute haben wir ein bisschen, in dieser Folge haben wir ein bisschen mehr geschafft. Zwar nicht viel mehr, aber ein bisschen mehr. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn ihr Lust habt, lasst eine Bewertung da. Würde mich sehr freuen. Ansonsten, wie schon gesagt, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.